Hallo zu Hause, mein Name ist Christian Schlegel, es ist Montag, der 11. Jänner. Wir haben 17.20 Uhr, wenn ich mit diesem kleinen Clip über das Gold anfange. Das war ein heißer Ritt letzte Woche. Hier sehen wir jetzt mal das Gold so von März diesen Jahr, letzten Jahres. Das war schon ein heißer Ritt, was das Ding letzte Woche gemacht hat, das muss ich ehrlich sagen. Wir haben es hier wunderschön hochgearbeitet, ordentlich fleißig. Und jetzt haben wir halt hier, das sehen Sie, haben wir halt in dem Bereich von 1960 haben wir ein ziemliches Doppeltop. Also da wird er eine Zeit lang dran zu knabbern haben. Dass der dann aber so, dass das Gold so die Luft ablässt, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, vielleicht mal 30 Euro, vielleicht mal 50 in Gottes Namen, aber nicht gleich 130 oder 120 Punkte. Da war ich jetzt ein bisschen überrascht. Was passiert hier? Das hier ist die 200-Tage-Linie. Wir haben es inklusive heute, es handelt ja natürlich noch, haben wir das zweimal hintereinander unterboten, bisher gut verteidigt. Und diese 200-Tage-Linie geht punktgenau mit dem 61er Retracement, was wir haben, von dieser ganzen Bewegung hier. Also von 1762 hoch bis 1960 haben wir sogar ein bisschen mehr gemacht als das 61,8er Retracement von Leonardo da Pisa. So weit, so gut. Also im Prinzip ist es noch in Ordnung, wobei es mich trotzdem überrascht hat, muss ich sagen. Aber mich hat auch die Bewegung vom Bitcoin nach oben und nach unten überrascht. Von daher, was überrascht einen hier eigentlich überhaupt noch? Ja. Ich finde, es ist soweit in Ordnung, wenn wir hier bleiben. Um den Bereich von 1838 ist da gar nicht, ist das noch in Line, das ist noch in Ordnung. Schwierig wird's, wo ist mein Fadenkreuz? Wenn wir diesen Punkt hier. Da haben wir noch Platz 1762 mit Schlusskurs oder mit einer wenigstens 4-Stunden-Kerze unterbieten. Das wäre nicht schön. Dann wäre nämlich dieser gesamte Aufwärtstrend komplett in Frage gestellt. Das ist aber noch nicht der Fall. Wir sind von der Technik her natürlich negativ. Was soll es auch anders machen nach dem Verschlucker hier? Auch über den Oszillator, MACD negativ. Wir sind noch innerhalb der Bänder. Auch hier das untere Band da. Fällt zusammen mit der Geschichte, die wir hier hatten, bei 1820. Das sind immer so, ich versuche ja Kombinationen zu finden. Das ist eine aus zwei verschiedenen Bereichen. Also von daher, es ist in Ordnung, aber ich habe hier kein Kaufsignal. Also noch nicht. Da müsste man mal schauen auf eine 4-Stunden-Kerze oder auf eine 1-Stunden-Kerze. Die muss aber dann auch hier drüber. Das heißt, über die 1857. Dann könnte ein bisschen Entlastung angesagt sein und wir dann wieder die 20-Tage-Linie wenigstens sehen bei 1880. Ich habe euch mal ein paar Scheine mitgebracht, die ihr gerne mal auf die Watchlist nehmen könnt. Und wenn eben so eine Umkehrkerze, das ist ein Hammer, das ist ein Doji, das sind die Umbrella-Dojis, solche Geschichten. Wenn das passiert, dann kann man das durchaus mal probieren, wobei ich für die Zukunft erstmal die 1960 für die nächsten 4, 6, 8 Wochen als bestenfalls erreichbar, aber nicht einnehmbar sehe. Ich habe mir diesen Schein hier ausgesucht, 1747. Da sind wir hier 15 Punkte unter dem letzten Low. Das ist trotzdem ein 18,5er Hebel momentan. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GC6YSL. Gustav Cäsar 6, Y Siegfried Ludwig. Bei dem Putz bin ich also nicht bereit, einen knapp hinter der 1960 zu nehmen. Das wäre mir trotzdem zu gefährlich. Da muss ich schon, über die, oder zumindest nah an die 2000 rangehen. Dann nehme ich also den Hebel ein bisschen runter. Aber hier auf die 16 hat er den Putz genommen, ja. 5, da muss ich sogar noch weiter runter. Ah, hier, der reicht. Der reicht. Ein 1980er, der reicht. Das ist ein 14er Hebel momentan. Das ist die GF675L, Gustav Friedrich 675 Ludwig. Ja, da sind wir also ungefähr hier. Aber der muss dann schon geschlossen werden. Ganz, ganz flott hinter der 1960. Den Put, den nehme ich aber erst dann rein, wenn wir diese Marke hier bei 1820 unterbieten mit wenigstens einer Stundenkerze. Sonst ist mir das ein bisschen zu heiß hier. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.